Du musst mir erzählen, wie du
groß geworden bist. Ich weiß nicht mal, was du studiert hast. Jura. Wirklich? Oh. Ja, Anna hat auch Jura studiert. Ach, ach, ihr seid aber tüchtig. Und was machst du jetzt? Ich arbeite am obersten Gericht. Als Richterin? Seit einem Jahr bin ich Vorsitzende. Ah, na sowas. Da hat dich wohl der Präsident persönlich ermahnt. Ja. Da bin ich aber wirklich stolz auf dich. Ich bin nie am Meer gewesen. Das Meer bewegt sich so sinnlich. Das Meer ist meine Sehnsucht, die ich mir erfüllen möchte. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich kann nicht schwimmen. Dann fahren wir ans Meer, oder Mama? Ja, das ist eine tolle Idee. Und wir bringen dir Schwimmen bei. Fahren wir gleich los? Welches Meer ist am nächsten? Das Mittelmeer? Die Adria. Die Adria. Wir fahren auf die Adria. Los geht's. Das süße Näschen. Ach, du sahst aus wie eine Prinzessin. Ja, wie eine Prinzessin, die auf ihren Prinzen wartet, ich weiß. Warum warten Frauen immer auf irgendwas? Sie warten auf den Prinzen, warten auf Lob, warten auf die Erlaubnis, in die Welt gehen zu können. Sie warten auf Dankbarkeit, auf Erlösung. Männer, die steigen aufs Pferd und schon rasen sie los. Die haben Food. Freunde, gebt eurem Pferd die Sporen. Da hinten sehe ich schon die Turmspitzen. Wir nähern uns dem Schloss. Hört mal, Jungs. Lass uns mal vorher ausmachen, wie wir die Damen dort aufteilen. Schneewittchen ist meins. Ich will Aschenputtel. Ich hab so viel von Schneewittchen gehört. Die soll wohl, wenn sie ein verlassenes Häuschen findet, gleich anfangen, die Böden zu schrubben und alles zu kochen. Und Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste, die am schönsten das Geschirr abspült? Das verrußte Gesicht von Aschenputtel erregt mich. Oh. Die Herren haben keine Schwäche für unterwürfige arme Dinger mit wunde Augen. Angeblich haben sie unter dem schmutzigen Mantel eine nackte Fatze. Omi, Mama, wir sind da, wir steigen aus, das Meer. Oh. 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 Ich sehe es schon. Was für eine Weite! Oh, ist das schön! So, Oma, jetzt schau mal. Ich zeig dir das jetzt. Das hier ist Brust. Das ist Kraulen. Das ist Schmetterling. Das ist Rücken. Schwimmen. Und das hier ist Gleiten. Ach, am besten klappt es bestimmt mit dem Gleiten. So langsam ist es langweilig. Welcher wohl? Zuerst erscheint. Meiner wohl kaum. Der hat 100 Jahre gebraucht, ehe er mich bemerkt hat. Weil du geschlafen hast. Das habe ich auch, aber ein Blick hat gereicht. Ja? Ich habe gehört, dass deiner gedacht hat, du seist gestorben. Wo ist denn eigentlich Zara? Hat mich verlassen. Wieso? Der war doch ganz anständig. Vielleicht werden dir durch den Verlust neue Perspektiven eröffnet. Und du malst ein schönes Bild. Mama, ich habe schon gedacht, ich werde hier mein ganzes Leben nach dem Tod verbringen. Also, liebe Kinder, ich muss jetzt zurück. Omi, bleib mal noch, wir haben dir noch ganz viel zu sagen. Nein, ich kann jetzt beruhigt gehen. Komm und zünde mir eine Kerze auf dem Grab an. Und wir reden dann noch. Jetzt weißt du, dass die Toten noch leben, oder? Bleib tapfer! Auf Wiedersehen! Und wer heiratet sie, mein Herr? Eine Frau heiratet mich. Eine Frau, aus deren Rippe ich erschaffen bin. Oder aus ihrem Schoß? Ich weiß es nicht mehr.